Welch ein Aufruhr! Da werde ich zugleich einmal hingehen. Ich folge dir. Lass uns sehen, was dort vor sich geht. Was geht hier vor? Dort wird eine neue Oper geprobt. Oh ja, der Rote Priester will uns mit seiner Musik erfreuen. Der Rote Priester? Kaum zu glauben. Ihr kennt nicht den Instrumentallehrer des Mädchenorchesters, das Ospedale della Pietà? Den Impresario des Teatro Sant'Angelo. Den berühmten Komponisten, der gerade seine erste Oper Ottone in Villa zur Aufführung bringt. Antonio Vivaldi. Seid gegrüßt, ihr treuen Folgenden. Heute gebe ich euch einen ganz besonderen Einblick in meine Morgentoilette. Denn heute steht mir ein ganz besonderes Ereignis bevor. Ich gehe zu The Voice of Vivaldi. Ich habe mir bereits meine Perücke aufgesetzt und mir einen blassen Teint aufgetragen. Unterlässlich ist nun die Verwendung von ganz viel Puder. Talent liegt bei Null und selbst dies ist noch aufgerundet. Jeder Specht im Wald hat mehr Taktgefühle als ihr. Badewanne, manche Strecke, das sind Zwecke, Wasserfließe und mit reichem vollen Schwalle zu dem Badesicher gieße. Es ist zu spüren, wie sehr ihr die Musik liebt. Jedoch scheint diese Liebe einseitig. Und nun noch das Wichtigste. Ein Schönheitspflasterchen. Aber wo klebe ich es denn heute hin? Denn hier geht nämlich gut Acht auf die Position zu geben. Ich klebe es hier hin. Nein, unentschlossen sollte ich heute nicht wirken. Aber vielleicht aufs Kinn. Nein, Verschwiegenheit ist für ein Vorsingen nicht gerade förderlich. Aber auf der Nase sieht es hübsch aus. Oder ist es so aufgedreht? Ich werde es auf die Stirn kleben. Musik
Genau, majestätisch möchte ich heute wirken. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwätzchen. Stopp, sagt man sonst den Menschen immer, gib nicht auf, wäre ich geneigt, bei euch eine Ausnahme zu machen. Happy birthday to you. Oh, happy birthday. Die Stimme, die ihr habt, taugt zum Eier abschrecken. Atemlos durch die Nacht. Helikopter sind immer wach. Ihr erreicht keine Halleluja, nur ein Halleluja, nein. Unvergleichlicher Abend. Beim Maestro hat sich ein weiteres Mal selbst übertroffen. Und erst Anna Girard, diese unvergleichliche Stimme. Ich kann mir ihre Arie Il Povero Mio Cor nicht oft genug anhören. Oh ja, sie sollte sie als Kofferarie in jeder Oper singen. Er ist einfach ein Genie. Ein Meister der Theatralik. Antonio Vivaldi.
Was steht hier so herum? Rote Priester feiert gleich seine nächste Premiere. Langweilig. Das ist doch immer das Gleiche. Genau, immer die gleiche Musik. Die gleichen Geschichten. Und hat immer dieselben Effekte. Und dann immer diese Anna Girard. Die singt immer die gleiche Arie. Dem fällt echt nichts Neues ein. Antonio Vivaldi. Was hörst du denn da? Echt jetzt, Antonio Vivaldi?